herzlich willkommen zu einer neuen Runde Curry Island. Und hier sitzt unser armer Vaku. Och Mann. Die Szene letztes Mal, die hat mich so traurig gemacht. Ich denke immer an dich, Junge. Das tut mir so leid. Och Mann, das ist echt so fies. Dein Vater ist gemein. Ah, ich weiß nicht. Ich finde das nicht richtig. Aber gut, da kann ich mich wahrscheinlich noch so lange drüber aufregen, wie ich möchte. Das wird es nicht besser machen. Und ihm wahrscheinlich auch gar nicht so helfen, wie ich gerne würde. Mann. Manchmal sind Eltern echt unfair. Ich meine, klar, er hat es als alleinerziehender Vater bestimmt nicht leicht. Das will ich gar nicht sagen, aber... Den armen Kerl... Der konnte auch nichts dafür. Kürbissamen. Wann kann ich Kürbis pflücken? Im Herbst. Super. Ich brauche Winterpflanzen, verflucht nochmal. Ist das denn so schwierig? Manchmal muss man hier rumlaufen, um Dinge zu triggern. Das versuche ich jetzt einfach mal. Aber nothing happened. Hätte ja sein können. New Year's Eve Festival, okay. Entschuldigt, das war mein verzweifelter Versuch, meinen Husten zu unterdrücken. Das hat sich bestimmt furchtbar angehört, das tut mir so leid. Milch. Eine kleine Milch. Nee. Ich habe eine große Milch. Also ich wollte auch im Kalender gucken. Oh gut, morgen haben die Zwillinge Geburtstags und das... Ah, am 28. Das, oh, das hier, das Winterfest habe ich verpasst tatsächlich. Upsi. Ich war zu sehr mit Vaku und seiner dramatischen Familiengeschichte beschäftigt. Ich weiß nicht. Nehme ich das an und versuch's einfach mal? Vielleicht funktioniert's ja. Wir versuchen es mal. Okay. Enter. Liefere Milch an Emily. Mhm. Emily rennt hier, glaube ich, gerade rum. Weil eigentlich könnte es doch scheißegal sein, was das für eine Milch ist. Solange es Milch ist. Teste das mal. Hole die eine Milch hier wieder raus. Und gucken mal auf der Karte, wo Emily ist. Es ist Eleanor. Vaku. Emily hat aber doch auch so ein bisschen... Achso. Anne, warte. Wo ist Emily? Habe ich denn jetzt gerade von Emily ein falsches Bild vor Augen? Nee. So, Friseurin. Dann ist sie doch mit Sicherheit in ihrem Friseursalon, oder nicht? Möbel? Klinik? Wo ist denn dieser blöde Friseur? Hier oben doch irgendwo, oder? Möbel? Links Labor.
Kann doch nicht sein. So, hier ist der Friseursalon. Da gehe ich jetzt rein. Danke. Bitteschön. Hole Gänseblümchen, 1 von 1. Wann habe ich das gemacht? Ich habe... Schicker Laden. Hübsch, hübsch. Ich persönlich habe nie den Reiz gesehen, hier zu leben. Für meinen Geschmack ist es etwas zu verschlafen. Es ist der Geburtstag der Zwillinge. Ich habe ihnen letztes Jahr Kuchen und Kisten mit grünen Smoothies besorgt. Das war ein Hit. Komm, hier. Ah, danke. Sie sind sehr lieb. Na, wie ich nicht. So, irgendwas. Alter, jetzt gibt es aber viele Klamotten hier. Dunkelblaues Top. Oh, das sieht sehr hübsch aus. Geschnürtes Top, das finde ich sehr hübsch. Entenshirt. Hoodie mit Taschen. Das sind auch ein paar hübsche Röcke. Oh Gott, der Ballonrock ist ja furchtbar. Nee, lieber sowas. Einen dunkelblauen langen Rock. Sowas finde ich hübsch. Oder ein Weiß. Oh, ein fließender Wickelrock. Der ist toll. Brille. Schicke runde Brille. So, die wollt ihr doch haben. Irgendwas wollt ihr doch noch haben, oder? Oh, guckt euch die Schuhe an. Ich will die Brille abnehmen. Ja, ich weiß, ich sehe nicht mehr aus wie ein Bauer, ne? Aber es ist mir egal. Ich finde mich so viel hübscher. So, was wollt ihr denn da nun haben? Was war denn das noch? Was einer? Königliche Violette. Jetzt ist das Gänseblümchen weg. Achso, weil ich die Blume verschenkt habe. Aha, okay, ich habe die Blume verschenkt und jetzt... Das ist ja... Das hätte er schon als Gänseblümchen laufen lassen. Der ist aber ein Stiefmütterchen, mein Freund. Und diese Jacke habe ich da gerade auch nicht gesehen. Ich speichere das... Also ich lagere das, sagen wir es so. Ich lagere das mal alles. Ich packe das mal lagern zu der Wolle. Die Wolle hatte ich, glaube ich, in die Mitte... Nein, ich hatte die Wolle nicht in die Mitte gepackt. Wo wird die Wolle hingelegt? Wo ist die Wolle? Da, so. Da. Da
kommt das Ding mit zu. Dann kommst du auch noch. Du kommst dahin. So. Also ein bisschen sortieren hier gerade. Sortieren. Ich weiß, jetzt habe ich viel zu viel Geld ausgegeben, bloß für ein paar Klamotten, die arschkalt und kalt sein sollten im Winter. Manchmal mache ich sehr komische Sachen. Oh ja. Dann frieren wir jetzt halt ein bisschen, ja? Alles für die Optik. Morgen habe ich einen Schnupfen. Es ist Winter, hier liegt Schnee. Und ich laufe in dem Wickelrock durch die Gegend. Die Leute müssen mich für total bekloppt halten. Dir was zu sagen, wenn man jetzt mit irgendwem spricht? Wäre ja auch mal spannend, ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel mit Theo rede, sagt er dann, oh Gott, frierst du nicht? Ja, ich bin hier. Wo sollte ich sonst sein? Ich bin schließlich bin ich Fischer. Ich habe einen Teil meines Fanges schon bei der Strandhütte abgeliefert. Ich hoffe, ich fange noch etwas mehr, bevor der Tag vorbei ist. Ja, das war sehr erfolgreich. Mein Gott, ich glaube, die Einzige, die da irgendwas zu sagt, ist Lea. Und die finde ich ja leider einfach immer furchtbar anstrengend, ne? Lea, ich hab... Guck mal. Hallo. Na, du hast auch ein Kleid an. Nein. Wer will mit dir reden? Ich mag es nicht, meine Haare offen zu tragen. Es scheint immer im Weg zu stehen. Nur so der Wind. Im Winter wird es im Labor sehr kalt. Auch nicht sonderlich informativ, die junge Dame. Okay, also interessiert es keinen, ob ich im Winter im Wickelrock im eiskalten Wasser rumstolziere, ja? Oh, hol ich mir halt den Tod. Ist ja egal. Den Sturz. Hier offensichtlich niemanden, wie man sieht. Gut zu wissen. Merke ich mir. Ihr Schnuten. Sie auf, ist sie zu? Ist offen. Ich hatte gehofft, dass da vielleicht noch irgendwie. Ich glaube, ich bin auch erst auf Silber mit ihm, ne? Mit Vaku. Ich hatte gehofft, das wird noch irgendwas triggern, aber nö. Wollen sie auch nicht übertreiben mit dem Triggern, ne? Die trägt auch einen Wickelrock, also alles vollkommen in Ordnung und harmlos. Ratsch ist noch nicht wieder da. Auch gut. Ich habe meine Kamera schon wieder vergessen. Auch in Ordnung. Warum mache ich die eigentlich ständig aus? Ist eine total bekloppte Idee eigentlich. Aber egal, irgendwie scheine ich da einen gewissen Hang zu haben. Was ist das denn? Grünkohl. Okay, Grünkohl. Buch oder eine Seite? Herstellung seltener Gegenstände. Okay. Ist halt nur doof, wenn diese ganzen Seiten zwar existieren, aber leider noch nichts lesen sind. So, ich gucke jetzt mal eben zu Vataro und guck mal, ob ich dem der Muschelfuhr beibringen kann. Nehme ich das Gefühl, ich muss ihn auch ein bisschen erobern. Hallo. Hallo, Herr Vataro. Oh, das ist Vakus Zimmer. Guckt euch das an. Ist das nicht voll schön? Er ist gar nicht hier. Warum ist denn der nicht hier? Warte, oh, hallo? Wo steckst du? Wollen wir nochmal auf die Karte gucken? Sunnys Strandhütte ist geschlossen. Das ist da unten. Und ich wollte doch gucken, ob ich ihn mit einem Muschel
Ach, er sitzt wieder hier und grillt. Guck mal. Bäh. Okay, er mag keine Muschelschalen. Er sagt zu allem nur bäh. Hm. Gut zu wissen, denn halt nicht. Mal eben gucken. Vielleicht bei Können noch oder was? Nö. Warum ist er wahrscheinlich ganz unten? Mag? Mag nicht? Okay. Abneigung. Er mag keine Muscheln. Warum nicht? Ich dachte, du bist so ein Meeresfreak, aber Muscheln willst du dann auch nicht haben, oder was? Oh, die Musik ist so schön ernsthaft. Also, wenn es davon einen Soundtrack gibt, ne? Den will ich haben. Den will ich leider echt haben. Der ist so schön. Er hat auch sowas zu den Jahreszeiten passenden, auch das hier passendes. Auch das jetzt so ein bisschen weihnachtlich und so. Voll schön mit dem mit den Glöckchen im Hintergrund so kling, kling. Ich finde das voll schön. Auch so verstehe ich ja noch. Von daher, das wäre schon cool, wenn es da irgendwann mal einen Soundtrack zu gäbe. Und ich will gerade noch mal ins Dorf der Riesen laufen. Kann ich da vielleicht sogar noch ein paar Teebären verteilen? Da wachsen hier gerade so viele von. Vielleicht schlafen die aber auch schon. Okay, eine herausgerissene Tagebuchseite. Alter Starlet Digest Artikel. Bekanntmachung für die Insel. Kürzlich wurde gemeldet, dass ein unbekannter Dieb einen örtlichen Bauernhof überfallen und dabei Feldfrüchte und tierische Produkte wie Eier und Milchkannen entwendet hat. Verdächtige Aktivitäten sind den örtlichen Inselbehörden oder dem Bürgermeister zu melden. Der Vorfall hat sich zwischen Mitternacht und Morgengrauen ereignet. Unter keinen Umständen soll versucht werden, den Dieb zu stellen. Ach, ich glaube, ich weiß, wer die Diebe waren. Na, schlaft ihr schon? Nö, offensichtlich noch nicht. Guck mal. Hallo, Gru. Oh, dieses Ding schnell. Danke, Menschlein. Gru nicht mehr wissen, wie man Dinge tut. So lange feststecken. Gru reparieren Werkzeuge, der Beste. Ach Gru, das glaube ich dir sofort. Das glaube ich dir sofort. Da komme ich nicht runter. Ich will nur noch kurz die Teebären verteilen. Bitteschön, Gong. Und an natürlich den Dorfältesten noch eben schnell. Bitte sei noch wach. Das schöne Frucht sein. Danke, Menschlein. Bitte, 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 Cheftein. Ich habe gerade nach einem Namen mit G gesucht, aber das sind ja Gong, Grog und Gru. Bin gespannt, wie der letzte heißt. So. Zurück. Und dann ab ins Bett mit uns, es ist spät. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes so machen. Ich weiß es bis jetzt nicht, ich habe noch keine Ahnung, aber wir werden es dann rausfinden. Ich freue mich schon auf die nächste Runde mit euch. Bis dann, bye!